Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich wieder mit euch eine Perücke durchgehen, die Frau Lehrerin. Möchte euch wieder eine Perücke zeigen und diesmal ist sie teurer. Ich glaube, für diese Perücke habe ich mal so um die 350 Euro oder knapp 400 Euro bezahlt. Es ist eine sehr teure Perücke, das muss aber nicht sein. Man kann sie natürlich auch sehr viel günstiger bekommen. Aber ich habe gedacht, ich investiere einmal in meine natürliche Haarfarbe. Wie ihr seht, ich bin ja normalerweise dunkelblond und das kommt schon sehr an meine Haarfarbe heran und wollte mal eine richtig natürliche, leichte, teure Echthaarperücke haben. Ich habe leider auch hier wieder keine Full-Lace-Perücke. Auch hier habe ich wieder Tressen. Nichtsdestotrotz hat sie eine große breite Lace und von welcher Firma das ist, wie gesagt, ich kann euch da immer nicht helfen, aber es gibt sehr viele Perückenfirmen, die solche teuren Perücken auch natürlich verkaufen. Wie ihr seht, sie ist sehr schön geformt, sie sieht sehr schön aus, sehr natürlich und da kann man ruhig auch, wenn man sowas tagtäglich trägt, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, dann hat man natürlich auch höhere Qualität, keine Frage. Der Schnitt ist sehr professionell. Sowas gibt es aber auch in günstiger, ja, es gibt solche Kurzhaarperücken auch günstiger. Aber wie gesagt, das ist Echthaar und man sieht auch die Färbung, wie schön natürlich. Sieht einfach sehr, sehr natürlich aus. Die werden wir uns jetzt mal aufsetzen. Auch diese Perücke lag lieblos in meinem Karton und da seht ihr mal die Qualität. Sie ist der egal, wie du sie lagerst. Sie bleibt einfach sehr schön. Auch das Plastik hier drin ist sehr schön. Es hat hier nämlich so eine Riffelung, also so eine Gummierung, die das Verrutschen besser verhindert. Also da verklebt quasi das Haar sehr gut oder die Kopfhaut mit, sodass da der Rutscheffekt nicht so groß ist, ne? Auch hier habt ihr wieder die diese Bänder, die man hier wieder reinmachen sollte, weil sonst habt ihr doch nicht so den richtigen Halt. Was ich euch aber auch bei dieser Perücke rate, ist eben immer dieses Haarband mit reinzunähen, ne? Also immer hier an diese beiden Stellen ein Gummiband zu nähen, dann habt ihr mehr Halt mit der Perücke. Diese Perücke habe ich noch nicht gekämmt. Ich habe sie in keiner Art und Weise bearbeitet, seit ich sie aus meinem Durcheinanderkarton rausgeholt habe. Das werden wir jetzt einmal zusammen machen. Und ihr seht, wie wunderschön natürlich diese Perücke fällt, ja. Und solche Perücken gibt es, also ich würde mal sagen, so um die 400 kosten solche Perücken bei den Herstellern. Und da geht dann auch ruhig mal auf Deutsche zurück. Da gibt es ja auch eine Menge, die das auch im Internet anbieten. Und dann habt ihr auch Qualität. Da könnt ihr dann auch mal umtauschen, wenn ihr da nicht mit zufrieden seid. Das ist bei diesen chinesischen Firmen natürlich auch immer nicht so schön. Das ist wirklich eine schöne Perücke, ne? Und ich setze uns jetzt mal auf, weil es ist so gar nicht meine Haarfarbe und auch gar nicht mein Style. Das versuchen wir jetzt mal. So, ich mache die Perücke wieder. Ich stecke meinen Spubbel hier wieder rein, meinen Pferdeschwanz, dass ich Halt habe. Die Perücke sitzt sehr eng. Das merkt man auch, dass es eine dass es ein europäischer Hersteller war, weil die für doch sehr kleine Köpfe geschnitten sind. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie ich aussehe. Wie gesagt, es ist überhaupt nicht mein Style und ich finde auch, dass ich wie Oma aussehe jetzt. Aber trotzdem ist es eine wunderschöne Perücke. Ja, wir versuchen das jetzt mal so hinzubekommen, dass das sehr natürlich wirkt. Dabei brauche ich einen schmaleren Kamm hier. Ja. Das wäre jetzt so meine Altersgruppe entsprechend. Ne? Nicht immer so die dünnen Geschichten. So ein bisschen von meinen Haaren hole ich hier aber auch raus, damit ich den Ansatz auch hier so ein bisschen kaschiere. Muss nicht sein. Ja, wie gesagt, die Perücke ist so schön, da sieht man das auch nicht. Aber trotzdem, ne? Trotzdem, es ist eine Perücke. Und man muss auch da gucken, dass man einen Style hat. Wir können es auch zur Seite machen. Dann haben wir so ein bisschen so einen Seitenscheitel. Finde ich aber nicht gut. Also ich finde schon, dass der so ein bisschen auch in die Mitte gehört. Und hier können wir wieder mit Concealer arbeiten. Meine Kopfhaut ist ja eher rötlich und das hier ist jetzt sehr weiß. Dann müssen wir da ein bisschen drüber malen. Aber das hatte ich euch ja schon erklärt, wie das Ganze funktioniert. Sie sitzt bei mir ein bisschen eng. Es ist eine europäische M, ja, eine M-Kopfgröße und insofern könnt ihr euch da vielleicht so ein bisschen orientieren. Da gibt es nämlich immer Kopfgrößen auch, die man dann bestellt. Aber wie gesagt, ne, so sehe ich dann mit einer Kurzhaarfrisur aus. Sie sieht von hinten so aus.
Ich will hier in den Spiegel gucken. Oh nein. Sehr schön. Aber ich glaube, ich kann sagen, dass das nicht meine Farbe ist und auch nicht kurze Haare stehen mir nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich mag das nicht. Vielleicht, weil ich immer lange Haare getragen habe. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Wirklich nicht. Man könnte jetzt auch einen Pony machen. Ja, kann man, ne? Das ist ja auch eine Frisur, wenn man einen Pony trägt. Man kann sich das natürlich auch alles zurechtschneiden noch. Ja, hier, wenn einem das alles, das ist jetzt mein Haar, ne? Ist meins. Meins ist natürlich lang, ne? Aber nein, also so möchte ich nicht aussehen. Das ist einfach nicht das, was mir gefällt. Ich möchte lange Haare haben und kurze Haare stehen mir nicht. Ja? Man sagt ja auch immer, ich werde ja auch immer in den Kommentaren angeschrieben, mach dir doch die Haare kurz, du hast sowieso nur so zippelige Haare. Das wäre jetzt genau die Frisur, die ich bräuchte, um meine Zippel loszuwerden. Ja, da müsste ich genau so kurz schneiden und das steht mir einfach nicht. Ja, jetzt werden viele sagen, doch, das steht dir richtig gut und das macht das ruhig, aber nein, ich mag das nicht. Ich weiß nicht, ich habe immer lange Haare gehabt mein ganzes Leben und oder nicht immer. Ich war auch schon mal kurz, da sah ich eigentlich so ziemlich ähnlich aus wie jetzt und ich fand mich so furchtbar. Einmal habe ich das machen lassen, aber ich auch beim Friseur, da bin ich ja dann nie wieder hingegangen, weil das so furchtbar aussah, fand ich. Ja, mein Lieben, das ist jetzt die Wolfsmama ungeschminkt mit kurzen Haaren und eigentlich mit meiner Naturhaarfarbe. Natürlich habe ich keine blonden Strähnen drin, aber so sehe ich aus, ne? Wenn ich meine natürliche Haarfarbe habe. Und wenn ich tatsächlich kurze Haare tragen würde, also ich finde, das sieht furchtbar aus. Ich kann mich kaum im Spiegel betrachten gerade. Aber die Perücke ist sehr schön. Wenn das blond wäre, ja, also dann würde das wahrscheinlich noch gehen. Dann würde ich sagen, okay, das kann man machen. Aber nee, also einfach nur nicht schön. Vielleicht, wenn man da so ein bisschen mit arbeitet, aber ich kann mich damit nicht anfreunden, Leute. Ich kann nicht. Keine Ahnung, ich finde es nicht schön. Tja, also, wenn ihr immer mal sehen wolltet, alle, die immer meckern und sagen, ich soll mir die Haare kurz schneiden, so sehe ich dann aus, wenn ich kurze Haare habe. Also, ich mag es nicht. Ich mag es wirklich nicht. Und deswegen, ja, keine Ahnung. Meine Lieben, das war es jetzt wieder mal mit diesem kurzen, ja. Mit einer Perücke, die aber wirklich wunderschön ist. Ja, also, da kann man wirklich gar nichts sagen. Und trotzdem gefällt sie mir nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!